Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich würde sagen, wir schauen uns heute ganz genau den Bitcoin-Preis an, weil es wird heute zum Weekly Close bei den traditionellen Märkten nochmal interessant. Denn auch hier bei unserem Bitcoin-Preis seht ihr wunderbar, dass wir hier auf dem 50er EMA eine Möglichkeit haben, heute das Ganze nach oben hin auszubrechen. Was jetzt hier mehr wahrscheinlich ist oder ob wir hier nach unten fallen, das erfährst du im Video. Und es gibt auch wieder ein paar News. Deshalb, ja, wenn du Bock hast, bleib gerne dran. Let's go! So, dann also starten wir rein. 4-Stunden-Chart hier auf dem Bitcoin-Preis und ihr seht weiterhin, dass wir in unserer Konsolidierung bleiben. Das habe ich euch auch schon in den letzten Videos gesagt. Ja, wir sind weiterhin in unserer Konsolidierung. Das bedeutet, wir sind hier weiter dabei, Kraft zu sammeln für den nächsten Move. Ob dieser nach oben oder nach unten sein wird, muss sich jetzt erstmal zeigen. Aber was jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen ist, ist folgendes, dass wir zumindest mal wieder versucht haben, über unseren wichtigen 50er EMA zu kommen auf dem 4-Stunden-Chart. Wir hatten hier schon mal größere Probleme. Hier hatten wir das Ganze auch schon mal versucht, hier nach oben hin auszubrechen. Haben es leider nicht geschafft, wurden abverkauft und haben dann aber relativ guten Support dann gefunden bei unseren $29.500. Deshalb, dieses Level ist jetzt auch wieder sehr, sehr wichtig, falls wir hier nochmal nach unten fallen sollten. Das bedeutet, für den heutigen Tag, ihr seht schon auf dem 4-Stunden-Chart, spielt Bitcoin eigentlich eine sehr knappe Range. Zum einen kann man sagen, dass wir hier den 50er EMA, den 20er und den 13er hier haben. Das bedeutet, der 13er und der 20er geht jetzt hier weiter nach oben, der 50er geht jetzt hier ein bisschen seitwärts. Das heißt, wir ziehen uns hier dann auch wieder zusammen mit den EMA und dann heißt das für uns Folgendes: Es muss dann hier wahrscheinlich auch am Wochenende eine Entscheidung passieren, ob wir hier nochmal runterfallen, möglicherweise hier unsere $29.500 nochmal antesten oder ob wir diesen Wick nach oben jetzt hier durchbrechen können. Jetzt war es in der Vergangenheit immer so, immer wenn wir hier einen starken Wick hatten auf dem 4-Stunden-Chart, egal wo, ja, zum Beispiel hier, wir wurden abverkauft. Ja, wenn wir uns das Ganze dann hier nochmal anschauen, hier hatten wir auch nochmal so einen Weg, wir wurden wieder abverkauft, genauso wie hier, wir wurden abverkauft. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was macht jetzt hier Bitcoin? Wir hatten uns hier gut und relativ stabil gehalten. Auf dem 1-Stunden-Chart seht ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser. Ich mache es extra ein bisschen größer für euch, dass ihr das Ganze auch gut erkennen könnt. Ja, das heißt, einmal angetestet, nochmal. Hochgepumpt nochmal. Das heißt, diese Zone könnt ihr euch jetzt hier erstmal einzeichnen als Widerstandszone. Da muss es Bitcoin erstmal drüber schaffen. Auf dem 1-Stunden-Chart testen wir gerade den 20er EMA an. Hier kommt dann noch der 100er und der 50er. Also für den heutigen Tag wäre es gut, wenn wir die $29.800 halten. Wenn nicht, gehe ich davon aus, dass wir höchstwahrscheinlich diese Candle hier wieder abholen und runter auf die 29,5 hier fallen und möglicherweise hier dann den nächsten Versuch hier starten können. Kommt aber darauf an, wie dann auch die traditionellen Märkte heute öffnen. Ja. Gestern war ein sehr guter Tag bei den traditionellen Märkten, dementsprechend dann auch nochmal bei unserem Bitcoin-Preis, aber es ist wieder Weekly Close und man sagt halt immer, ah, zum Weekly Close am Ende sieht man nochmal ein Weekly High oder ein Weekly Low. Da wird die Sache dann halt auch nochmal interessant, was dann da dabei rauskommt. Aber wie gesagt, heute 15:30 Uhr, schaut euch definitiv die traditionellen Märkte an, wie die wieder performen. Das wird definitiv wieder ein bisschen die Richtung vorgeben für unseren Bitcoin-Preis. Dann ist es so, auf dem Daily Chart können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Die Daily Candle war gestern sehr wichtig. Mir hat es natürlich nochmal besser gefallen, wenn wir die Daily Close hier über unseren, was war das hier, $30.400 gehabt hätten, also über den Daily von gestern, beziehungsweise von heute, von vorgestern, ja. Das heißt, da wäre es mir lieber gewesen, dass wir hier drüber gehen. Aber gut, sei es drum, wir haben jetzt das Ganze eigentlich fast hier gestern, den vorgestrigen Tag, wieder komplett abgebaut. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier nicht tiefer gefallen sind und vor allem kein tieferes Tief gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier kein tieferes Tief gemacht haben, weil sonst wäre die Wahrscheinlichkeit nochmal höher gewesen, dass wir schon in kürzester Zeit hier nochmal nach unten gehen und möglicherweise diesen Wick, diese Candle abholen. Und ihr wisst ja, ich habe immer noch mein Preisziel
beziehungsweise mein Worst-Case-Szenario zwischen 25.000 und 21.000 Dollar. Ja, das ist so das Szenario mit dem 200er Week EMA Ribbon, der hier runterkommt. Und dann absolut Worst-Case wären die 19.800. Für die Leute, die hier neu auf meinem Kanal sind, fragen sich jetzt, warum 19.800, weil das unser High war von unserem Bullenmarkt 2017. Ja, also das wäre mal so eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, okay, wir gehen hier runter und dann kommt nochmal so der finale kleine Dip nach unten, ja, und dann geht es hier langsam Step by Step wieder nach oben. Das wäre so ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Auch auf dem Daily Chart sind wir weiter in unserem Falling Wedge. Ja, auf dem Daily Chart kann das aber noch Tage und Wochen brauchen, bis wir hier erstmal wieder nach oben hin ausbrechen oder nach unten ausbrechen. Das heißt, ich erwarte da eigentlich keine Entscheidung vor dem Juli. Ja, also hier in diesem Bereich, man sagt ja immer, im letzten Drittel bricht meistens so ein Falling Wedge aus. Ist natürlich ein bullisches Chartwert und dementsprechend warten viele Leute ein Breakout nach oben. Aber das kann sich halt bis zum Juli erstmal noch hinziehen. Und von so einem großen Falling Wedge, ja, wäre halt das Preisziel, wenn man das so möchte, halt hier auch an der Anfang des Falling Wedges und das wäre halt unser Alltime High. Ob das wieder so eintrifft, wage ich mal zu bezweifeln, weil einfach die ganzen Pattern im Moment nicht viel aussagen und nicht viel bringen. Ihr wisst ja, auf einmal ist es wieder ganz, ganz still geworden hier auf Twitter. Ja, alle haben hier reingepostet, dass wir hier ein Inverse Head and Shoulders Pattern haben. Ja, das heißt linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, dann bei dem Breakout habe ich euch gewarnt, ich habe gesagt, Leute, passt auf, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier hochgehen, schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, der hier auch wirklich auf mich gehört hat und sich hier das Video ganz genau angeschaut hat, ja, weil ich habe euch da ganz genau gesagt, ich gehe davon aus, wenn wir hier ausbrechen, dass wir einfach nur seitwärts marschieren und genau das ist jetzt passiert und mal wieder ist dieses Pattern nicht ausgebrochen, dann gab es irgendwie neue Zeichnungen, irgendwie, keine Ahnung, hier Symmetrical Triangle oder irgendwie sowas hier, sowas in der Art, ja, oh, jetzt haben wir das Breakout nach unten und jetzt stürzen wir ab auf 26.000 Dollar, auch das ist wieder nicht eingekehrt, ja, deshalb passt einfach auch mit euren, Chart-Pattern, in Anführungszeichen, Chart-Pattern funktionieren, aber die funktionieren nur dann, wenn du in einem Trend bist und dieser Trend sehr stark ist, zum Beispiel in einem sehr starken Bullenmarkt, da funktionieren die Pattern richtig gut. Warum? Weil 90% der Pattern, die dann nach oben ausbrechen, einfach auch ihr Preistarget erreichen. Ja? Und deshalb da einfach mal ein bisschen vorsichtig sein. Dann gehen wir noch Richtung Ethereum. Ethereum auch hier weiterhin in unserer Konsolidierungsphase. Ihr seht sie ganz schön auf dem 4-Stunden-Chart. Und zwar befinden wir uns weiterhin über den 1953 Dollar. Habe ich euch auch gesagt, dass wir das Thema hier halten müssen. Im gestrigen Video habe ich euch das ganz genau erklärt und gesagt, wenn wir das jetzt hier halten, ist es wahrscheinlich, dass wir ein bisschen jetzt hier wieder nach oben gehen, aber Widerstand 1, Widerstand 2, Widerstand 3 mit den EMAs, Widerstand 4, Widerstand 5, Widerstand 6. Das heißt, wir haben hier sehr viel Widerstand über uns und da muss Ethereum erstmal drüber schaffen. Solange Bitcoin nicht nach oben hin ausbricht und mal wieder einen Move macht Richtung 35 oder sogar 36.000 Dollar, können wir auch von Ethereum nicht viel erwarten. Die Altcoins dümpeln auch so vor sich hin, sie gehen auch komplett in eine Seitwärtsphase. Da muss ich jetzt hier wirklich der Crypto-Space einfach beweisen, dass wir jetzt hier Kraft haben, um das ganze Ding wieder nach oben zu pushen. Ja, und dementsprechend ziehen dann auch die Altcoins nach und Ethereum zumindest mal wieder über 2000 Dollar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn wir unter 2000 Dollar fallen, dann ist weiterhin erstmal mein Preisziel hier unten die 1716 US-Dollar. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns noch den Crypto Fear and Greed Index an. Hier im Moment 13 Punkte. Genau das gleiche, was wir auch gestern hatten. Wir pendeln uns mal wieder. Wer hätte es gedacht, da unten in dieser Region einfach hier ein. Ja, was halt sehr interessant ist, wir haben uns hier unten nicht lange aufgehalten in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir hier runtergekommen sind auf die 10-Punkte-Marke, sind wir meistens immer schön nach oben wieder gebounced. Ja, und es gab einen schönen Move nach oben. Jetzt ist es so, jetzt halten wir uns komplett in dieser Phase, fast in der gleichen Phase, wo er uns aufgehalten hat, zwischen 30 und der 20-Punkte-Marke, halten wir uns jetzt auf zwischen 15 und 10-Punkte-Marke. Also sehr, sehr tricky, was da im Moment abgeht. Schreibt gerne auch mal unten rein in die Kommentare, wie eure allgemeine Stimmung im Moment ist. Seid ihr im Moment bearish oder seid ihr im Moment ein bisschen bullischer eingestimmt mit einer kleinen Erholung? Schreibt es gerne mal unten rein, würde mich da wirklich auch sehr interessieren. Dann gibt es noch eine
große News, und zwar, warum Stablecoins aus Europa verschwinden können. Natürlich, ja, zwecks unseren USDT hat das Ganze jetzt hier ins Rollen gebracht, und jetzt auch beschäftigt sich auch die EU damit, mit diesem ganzen Thema. Das bedeutet, sie wollen die Stablecoins regulieren und gegebenenfalls sogar komplett verbieten. Aber es ist jetzt erstmal so, dass sie Anbieter dazu verpflichten wollen, eine Lizenz zu beantragen in der EU. Also du brauchst dann als Anbieter, wenn du zum Beispiel in Stablecoin anbietest, wie Tether, ja, brauchst du dann dementsprechend eine Regulierung von der EU und somit eine Lizenz. Aber was halt jetzt hier auch wieder sehr interessant ist, die Zentralbank will dazu dann auch noch ein Vetorecht haben. Das heißt, sie will mitentscheiden, was mit diesen Stablecoin dann passiert. Absolut crazy. Also da geht es wieder komplett in die falsche Richtung, was das ganze Thema angeht. Vor allem, ihr müsst euch überlegen, ja, die ganzen Stablecoins sind ja weltweit eigentlich vertreten. Ja, zum Beispiel Tether ist ja in jedem Coin, auf jeder Börse und so weiter, USDC und so weiter und so fort. Und da müssen die dann erstmal eine Lizenz beantragen, dass die in der EU sich etablieren dürfen, oder da, dass in der EU dieser Stablecoin gehandelt werden darf. Was passiert aber in der Zeit, bis sie keine Lizenz haben? Sind dann komplett alle Kryptos verboten, weil ihr wisst ja, die ganzen Kryptowährungen sind alle mit USDT auch in den Charts und so weiter eigentlich gemünzt. Ja, das heißt, also das ist ja kompletter Humbug. Sollen dann alle Kryptowährungen da nicht handelbar sein oder was? Also ja, sehr, sehr strange, was hier wieder abgeht. Dann des Weiteren wollen sie ein Zinsverbot einführen. Das bedeutet, auch die Stablecoin. Ihr wisst ja, es gibt ja Anbieter, auch Börsen, die sagen, hey, wenn du USDT auf unsere Börse legst, dann bekommst du da einen Zins, das heißt Staking, ja, und bekommst da, keine Ahnung, 4-5% im Jahr oder vielleicht 10%, wenn du irgendwie woanders bist auf einer Börse, ja, das soll komplett dann auch wegfallen. Also ihr wisst schon, ja, das ist komplett tricky, was da abgeht. Und vor allem, sie wollen einen Schwellenwert für Transaktionen. Das heißt, wenn jemand sehr viele Transaktionen in USDT die ganze Zeit so hin und her schiebt und so weiter, dann wollen die darüber informiert werden, was dort genau passiert. Also sehr, sehr schwierig, das ganze Thema. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wollt ihr euch auf jeden Fall mal mitgeben. Das soll es fürs Video auch heute gewesen sein. Passt auf den wichtigen Bitcoin auf und natürlich auf Ethereum, auf die wichtigen Zonen, die sind heute bekannt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende bei diesem wunderbaren, schönen Wetter in Deutschland. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn du Bock drauf hast, auch gerne ein Abo da lassen. Hau rein, bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.